Weißt du eigentlich, wie viel Kosten der Berliner Polizei, nur der Berliner Polizei, seit 2020 durch die verklebten Klimakleber entstanden ist? Nee, ist mir auch Latte Macchiato. Latte Macchiato. Über 6 Millionen Euro, nicht Lire. Stell dir mal vor, was Berlin damit für den Klimaschutz hätte tun können. Liebe Fuzzis, liebe Geschlechtsteilwechsler, liebe Großväterinnen und Glaubensbrüterinnen, Brüterinnen, Brüderinnen, Binom und Nicht-Binom. Endlich haben wir die 6000 Follower erreicht. Deswegen gibt es heute meine Wutrede über ARD und ZDF. Ach was, lasst uns gleich eine ganze Wutsendung machen. Och nee. Wie? Können wir denn nicht über etwas anderes sprechen? Ja, eigentlich nicht. Es gibt immer noch so viele Dinge, die mich tierisch wütend machen bei den öffentlich verächtlichen Sendern. Solange die nicht abgehackt sind, fällt mir auch nichts anderes ein. Wir können doch mal über Matthias Döpfner sprechen. Wer ist das denn? Töpfner? Klingt wie ein Koch. Matthias, was hast du denn heute im Topf? Nicht Töpfner, sondern Döpfner. Das ist der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer AG, der Herrscher über Bild und Co. Guck. Ja und? Was ist an dem so schlimm? Außer, dass ihm ein wenig Botox gut tun würde. Na zum Beispiel, dass er in privaten Chats Ostdeutsche beleidigt, den Klimawandel begrüßt und parteiliche Berichterstattung gefordert hat. Ernsthaft? Das ist ja ein absoluter Skandal. Na also, das ist mein Brändelchen. Wie um alles auf der Welt können bitteschön private Chats an die Öffentlichkeit kommen? Das ist alles, was dich stört? Was denn sonst? Es muss doch noch irgendein Recht auf geschützte Räume geben. Was ist Springer denn für ein Mistladen, wenn dort private Chats durchgestochen werden? Darum geht es doch gar nicht. Doch, es geht nur darum. Springer ist weder gebührenfinanziert, noch die Kirche oder lebt von unseren Steuern. Die verdienen ihr Geld ehrlich in der freien Wirtschaft. Moment, Sekunde. Was war das denn? Ach, nix. Brendel, was war das? Rede oder Harry kocht dich? Harry kocht mich? Also, was war das gerade? Es war nur eine Nachricht vom Döpfner. Und was stand drin? Sag ich nicht, war ja privat. Harry, holst du mal bitte den Kochtopf aus der Küche? Aber mit dem größten Vergnügen. Meine Güte, er hat nur geschrieben, Sekunde. Zeigt der schlecht Bitch mal, wer die Hosen anhat. Meint er etwa mich? Nein, bestimmt meint er Harry. Du findest also gut, was der Döpfner sagt? Das ist mir ehrlich gesagt völlig Penis. Penis? Genau so reden alle Konzernchefs. Selbstverständlich versuchen sie, ihre Agenda durchzusetzen. Selbstverständlich sind sie keine sensiblen, empathischen Menschen. Was auch daran liegen kann, dass es meistens Männer sind. Ich habe in solchen Positionen fast nur Machos, Narzissten und Psychopathen erlebt. Auch bei ProSieben, Sat.1 oder Konstantin? Kein Kommentar. Feigling. Naja, also ich sitze schon im Keller. Gefängnis muss jetzt wirklich nicht sein. Aber versteh mich nicht falsch, das sind immer Männer mit absolut herausragenden Fähigkeiten. Aber Empathie gehört eigentlich nie dazu. Du möchtest also sagen, dass man in den Medien nur eine absolute Spitzenposition erreicht, wenn man so ist wie Matthias Döpfner. Eben. Aber das ist ja furchtbar. Furchtbar, Fahrradkette. Es ist auch furchtbar, dass in unserer Medienlandschaft Denunzieren und Rachsucht völlig okay ist. Wer meinst du, hat diese privaten Chats durchgesteckt? Vielleicht sogar für Geld. Ein mieser, kleiner, hinterhältiger Zellhaufen. Oder eine Zellhäufin oder Julian Reichelt. Spinnst du? Warum sollte denn der Julian sowas machen? Na, immerhin hat Döpfner ihn gefeuert und viele der haarsträubenden Aussagen sind aus privaten Chats zwischen Reichelt und Döpfner. Quatsch.
Julian ist ein ganz lieber Feminist. Der macht sowas nicht. Stimmt auch wieder. Dafür ist er weit und breit bekannt. Stört dich denn nicht, dass unsere Journalisten nicht zu Döpfner gehen, ihm in die Augen schauen und fragen, Alter, wie ist das wirklich gelaufen? Nein, sie veröffentlichen erstmal geifernd private Nachrichten und fragen danach nach einem Statement. Naja, so habe ich das tatsächlich noch nicht betrachtet. Wahrscheinlich hat schon jeder Mensch auf der ganzen Welt Dinge gesagt oder geschrieben, die nun mal für die Öffentlichkeit verstörend wären. Deswegen gehören sie da ja auch nicht hin. Aber gilt das auch für Promis, für Superreiche, für Personen von öffentlichem Interesse? Es sollte einfach für alle Menschen gelten. Das heißt, wir verunglimpfen hier jetzt auch niemanden mehr. Außerdem ist der Schurke in dieser ganzen Döpfner-Diskussion ein völlig anderer. Wer denn? Doch nicht etwa Häuptling Habeck? Wie kommst du denn jetzt da auf den? Naja, der redet dermaßen wirres Zeug bisweilen, dass ich dem alles zutraue. Guck, das hat er neulich in der Ukraine gebrabbelt. Naja, die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten, das ist völlig klar. Das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Die sind ja gebaut. Klingt doch völlig vernünftig. Man legt ja auch keine Atomkraftwerke still, die man für Trillionen gebaut hat. Und warum tun wir das dann? Was? Naja, unsere Atomkraftwerke abschalten. Wie bitte? Wir legen Atomkraftwerke still? Aber wir haben doch schon kaum Strom. Ach, du machst mich echt fertig, Brendel. Könntest du bitte einmal etwas anderes lesen als die Bild der Frau? Guck, das sagt der Wirtschaftsexperte der Welt zu Habeck. Er hat sich dann ohne Not um Kopf und Kragen geredet, finde ich, weil die Ukraine ist nun mal Standort des größten Atomunfalls der Geschichte in Tschernobyl 1986. Und dazu sagen, die Dinger stehen hier und wenn die, solange die sicher sind, alles gut, das ist schon bemerkenswert, muss ich sagen. Also hat mich in der Tat überrascht. Krass. Aber weißt du, was sein kann? Vielleicht sind die Atomkraftwerke in der Ukraine viel moderner als unsere. Nein, eben überhaupt nicht. Die letzten drei deutschen AKWs, die gerade stillgelegt wurden, gingen alle drei 1988 und 89 in Betrieb. Während in der Ukraine 8 von 17 Reaktoren teilweise deutlich älter sind. Aber das ist ja kompletter Unsinn. Warum machen wir das denn? Tja, denk mal darüber nach, du Genie. Mein Schatz. Ich hoffe, du sprichst nicht mit mir, sonst muss ich dich leider anzeigen. Wir haben doch die Strompreisbremse. Deswegen können wir es uns locker leisten, alle Atomkraftwerke abzuschalten. Du redest wirr, alter Mann. Nein, im Ernst. Guck, ich erkläre dir das mal anhand eines Beispiels. Ich habe ja ein Haus in Bayern. Was? Du hast ein Haus und zahlst mir keinen Cent Gehalt? Jetzt lenk doch nicht ständig vom Thema ab. Also guck, das war meine Stromrechnung vor und nach der Strompreisbremse. Am 13. Februar 2023 schrieb mir E.ON, dass meine Stromrechnung von 200 monatlich auf 182 Euro sinkt. Naja, das ist ja nicht gerade viel. Findest du? Dann guck dir das mal an, weil einen Monat später hat mir E.ON dann nochmal geschrieben. Sehr geehrter Herr Brendel, Sie haben von uns im Februar ein Schreiben mit einem gesenkten Abschlag für Ihren Tarif blablabla bekommen. In diesem Abschlag haben wir Ihre Entlastung durch die Strompreisbremse berücksichtigt. Noch nicht enthalten waren die Veränderungen aus der kürzlichen Preisanpassung. Um Nachzahlungen für Sie zu vermeiden, haben wir dies nun nachgeholt und Ihren Abschlag neu berechnet. Ihr neuer Abschlag für Strom ist jetzt 295 Euro. Euro. Ich verstehe gar nichts. Die senken 18 Euro, jetzt zahlst du das? Also ich verstehe wirklich kein Wort. Das ist doch ganz klar. Durch die Strompreisbremse zahle ich jetzt über 1000 Euro mehr im Jahr. Sie bremst also meine finanzielle Freiheit. Der Häuptling hat sein Ziel zuverlässig erreicht. Aber das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ja, da ist was dran. Deswegen habe ich E.ON auch dieses Video geschickt. Was Sie soeben sagten, war wohl der krankhafteste Schwachsinn, den ich je gehört habe. In keinem Punkt Ihres zusammenhanglosen, idiotischen Gestammels haben Sie auch nur einen Gedanken vorgebracht, der nachvollziehbar wäre für einen gesunden Geist. Und jeder Mann in diesem Raum ist nun dümmer, weil er Sie anhören musste.
Und was machst du jetzt? Ach, das ist doch gar kein Problem. Wir haben einen Kamin, darin verfeuern wir das grüne Parteiprogramm und sparen so beim Heizen alles wieder ein. Okay, Habeck ist also nicht der Bösewicht in diesem Skandal um Matthias Döpfner. Aber wer denn dann? Na, dieser Gesichtshönes hier. Na, der Gesichtshönes sieht aber ganz nett aus. Wer ist das denn? Das, meine Liebe, ist Stefan von Holzbrink, Chef der Verlagsgruppe Georg von Holzbrink. Ich denke, verwandt oder verschwägert. Und diese Verlagsgruppe ist einer der größten Konkurrenten von Matthias Döpfner. Oh Gott, ich ahne, was jetzt kommt. Genau. Die privaten Chats von Herrn Döpfner wurden zuerst und einzig und allein in Medien vom Gesichtshönes veröffentlicht. Und die gesamte deutsche Presse ist darauf eingestiegen, sogar die Tagesthemen. Guck. Matthias Döpfner, seit 2 Jahrzehnten Deutschlands mächtigster Medienmanager. Er führt den Axel Springer Verlag, zu dem auflagenstarke Blätter wie Bild gehören. Dort kann er schalten und walten. Recherchen der Zeit gewähren nun Einblicke in seine Gedankenwelt. Die Hamburger Wochenzeitung hat interne E-Mails und persönliche Chatnachrichten ausgewertet. Die Kommunikation aus dem inneren Führungskreis von Springer zeichnet das Bild eines Vorstandsvorsitzenden, der politisch interveniert, der seine Zeitung als ein politisches Werkzeug betrachtet, der erkennbare Animositäten gegenüber Ostdeutsche hat, aber auch gegen andere Gruppen. Also jemand, der eine sehr klare politische Agenda hat, der diese Agenda mit seinen Journalisten diskutiert und auch erwartet, dass seine Zeitung des Verlages diese Agenda umsetzen. Diese schmutzige Schlammschlacht, losgetreten von der hinterhältigen Konkurrenz von Herrn Döpfner, war den Tagesthemen insgesamt fast 4 Minuten Sendezeit wert. Übrigens Sendezeit, die wir mit unseren Gebühren bezahlt haben. In dem Beitrag der Tagesthemen wird aber mit keinem Wort erwähnt, welche eindeutige Motivation der Verlagsgruppe Holzbrink dahinter steckt. Das ist quasi ein absolutes Paradebeispiel für schlechten, einseitigen und niederträchtigen Journalismus. Wie gesagt, und ich wiederhole es gern, genüsslich und immer wieder, bezahlt von unseren GZ-Gebühren. Und wisst ihr, was unseren öffentlich verächtlichen Sendern keine einzige Sekunde wert war? Zumindest habe ich nirgendwo etwas gefunden. Das hier. Ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer. Avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Voilà. Si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais... apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. Parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que non, non, non. Mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas de, il y a plus. Il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Mais cette formule, président. Die mächtigsten Nachrichtensendungen unseres Landes, finanziert, ich sagte es schon. Von uns finden einen Streit zweier Landespräsidenten völlig unwichtig, geilen sich aber an privaten Chats auf, die hinterhältig durchgestochen werden, wurden und unterstützen diesen Rachejournalismus nach Leibeskräften. Ich fände es jetzt nur fair, dass Herr von Holzbrink auch seine privaten Chats auflegt. Mal sehen, was der so schreibt, wenn er unter seinesgleichen ist. Und Herr von Holzbrink. Ich spreche Sie direkt an. Sie sind genauso wie Herr Döpfner Milliardär. Aber während der eine privat rumproletet, sind Sie ein hinterhältiger Gesichtshönes ohne Haltung und Stil. Stil. Das gibt mir sehr stark das Gefühl, dass man Klasse nicht kaufen kann. Da bin ich lieber bettelarm im Keller, aber rundherum ein Gentleman. Bettelarm? Alter, du hast ein Haus. Ja, aber auch eine Gasheizung.
Bei 7000 Followern zeige ich euch ein Kinderbild von mir.